So, hoffentlich habe ich jetzt ein Bild. Nee. Wieso? Das muss man bei Streaming vielleicht noch ändern. Da sind sie und wir haben kein Bild vom Spiel. Geiler Scheiß. Dann starten wir das Spiel nochmal neu. Guten Abend, Leute. Es fängt gleich mit einem... mit technischen Querelen an. Das ist super. Hier haben wir es. So. Die Mikros sind zu sensibel. Rausch. Wir müssen das Mikro leiser machen. Moment. Das Mikro? Oh, okay. Okay, dann machen wir die Mikros ein bisschen leiser. Hallo, Misha. So. Hallo, alle. Ich bin etwas kränklich. Klingt denn das Mikrofon jetzt besser? Und Theo trinkt. Ja, hat man den Trinken gehört? Schlopp, 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 schlopp. Krass. Lianumi, vielen Dank fürs Abo. So. Bobbini. Auch vielen Dank für die ganzen Abos in den letzten 14 Tagen, wie wir gerade hier gesehen haben. Also an alle von euch. Also Chris, Skydas, Hans-Dieter, Silvermane, Mr. Darkrow, Tini, Miramax. Vielen, vielen lieben Dank, obwohl wir gar nicht auf Sendung waren. Ja. Eieieiei. Ja, so. Danke schön. Klingen wir jetzt gut? Sehen wir gut aus? Also ich meine... im Stream nicht so, also ihr wir wisst sind schon. Immer noch ein bisschen kränklich. Ja, genau. Also hier hört man es wahrscheinlich noch. Leute, was ist los? Gut, wir sind zurück. Skydas, danke schön. Nach 6 Wochen Zwangspause. Ich habe übrigens keinen neuen Rechner. Amishos hat das, glaube ich, vorhin gefragt, sondern einfach nur den alten reparieren lassen. Und wieder alles frisch eingerichtet, frisch installiert. Das längste war das Windows-Update. 4 Stunden hat es gedauert. Wenn es nur reicht. Und wenn jetzt alles bei euch insgesamt viel zu leise ist, also sowohl wir als auch das Spiel, dann ist es, glaube ich, liegt es am PC-Streaming. Ich hoffe, dass es dann bei der Konsole, da haben wir es getestet, da lief es besser. Ja. Genau. Da ist vielleicht ein bisschen lauter Verstärker für hier. Mal schauen, das ist ja nur die Musik. Bisschen, ja, genau, wir schauen mal. Aber ja. Wir schauen mal. Ja, angefühlt wie 6 Monate. Ja. Für uns auch. Für mich war es allerdings ganz gut, weil ich ein bisschen Bachelorarbeit schreiben konnte. Ich bin jetzt so ungefähr 70% fertig. Das ist gut. So, wir spielen heute Abend Green Hell. Das ist ein Survival-Spiel, das sich derzeit im Early Access befindet. Auf Steam ist es erhältlich, PC-exklusiv. Ich habe schon ein bisschen reingespielt, finde das unfassbar gut. Da steckt noch viel Arbeit drin für die Entwickler. Das ist zum Beispiel viel zu schwer. außerdem gibt es noch keinen Story-Modus. Die haben so die ersten paar Minuten der Story haben sie in den Überlebensmodus als Tutorial gepackt. Werdet ihr also auch zu Gesicht bekommen. Und sollte das Spiel zu laut sein im Vergleich zu uns, meldet euch, nur das, was ihr jetzt gerade hört, ist so das Lauteste, was man im Spiel zu hören bekommt. Ihr werdet mich nachher einfach nur Holzhacken hören. Okay, aber du darfst trotzdem da ein bisschen leiser machen am Verstärker, bitte. Danke. So. Noch gar kein Bier am Start, Bommelbini, dann wird's Zeit. So, ein Spaziergang. Bei Besta ist alles zu laut. Da musst du vielleicht bei dir die Lautstärke ein bisschen runter machen. Es ist zu laut, dann ist gut. Wenn es zu laut ja, ist, ja, weil wir hatten immer das Problem, dass es zu leise war. Ja. Es ist schön, wieder auf Sendung zu sein, ehrlich gesagt. Sehr, auch wenn ich immer noch krank bin, aber hab ich schon. Pierre trinkt gerade kein Bier mehr. Was heißt gerade? Ja, das ist bei ihm immer so 10 Minuten lang oder höchstens 24 Stunden. Sonst hätte ich auch noch eins offen. Lianumi, frisch geduscht, Schoki und wasserbereit, kann losgehen. Das Mikrofon hat die Empfindlichkeit zu hoch. Dann musst du doch noch irgendwie dieses den extra... Boost rausnehmen. Ich muss ja einfach ein bisschen leiser machen. Oder so. So. Aber ich glaube, wenn Empfindlichkeit... Ich kann immer ein bisschen... Was heißt Empfindlichkeit? Wir haben es ja vorhin getestet, da klang es gut. Kunti! Puh, doch noch geschafft. Guck mal einer an, die beiden kenne ich doch noch aus einem anderen Leben. Hör mal du einfach rein. Achso, ja. Kurz mal hier Gegencheck. Ich kann immer ein bisschen... B-Style, das klingt doch super, was willst du eigentlich? Der hat halt eine fette Soundanlage und kein popliges iPad, wo er guckt. Gut. Genau, Lianumi hat noch geschrieben, frisch geduscht, Schoki und wasserbereit, kann losgehen. Und Pierre hat seit Samstag nichts mehr getrunken. Ist aber nicht gesund. Sehr gut, Bobby hat jetzt auch sein Bierchen am Start. Und Osbreaker fragt, wo der Mops ist. Der sitzt hinter uns, hinterm Sofa. Der ist momentan 100% Puberty. Und macht gerade auf beleidigte Leberwurst. Richtig krass. Also er ist wirklich so am Pubertieren und richtig anstrengend. Er möchte zum Beispiel nicht mehr so gerne kuscheln, weil jetzt sind ja die Eltern uncool.
Aber ja. Ah, Herr Zieter, vielen Dank fürs Abo. Das Grundrauschen kommt, glaube ich, von dem Lüfter meines Laptops. Das kann gut sein. Das wird beim Konsolenstream dann besser sein, vermutlich. Weil ich habe meinen Laptop hier direkt auf dem Schoß. Und er wärmt meine Schenkel extrem. Bis damals noch einige Spiele stellen das Mic lauter. Okay. Bei Kabuki, Lukas ist krank. In anderen Neuigkeiten, Wasser ist nass. Menschen brauchen Sauerstoff zum Überlegen. Und Jimmy Hoffa wurde immer noch nicht gefunden. Ja, mein Immunsystem. Conti kommt gerade frisch aus dem Kino. Von wo sonst? Hab mir Glass angeschaut. Auch so enttäuscht wie der Rest der Welt? Tina meint, das Webcam-Bild ist ungewohnt, irgendwie gelbstichig. Das kann sein, weil wir streamen heute zum ersten Mal auf Streamlabs OBS, das heißt nicht mehr auf dem klassischen OBS, und vielleicht liegt das daran. Nee, ich kann ja die Kamera auch noch anpassen. Das Einzige, was ich tun kann, ist unser Licht ein bisschen weißer machen. Ja. LSD meint, schön, dass alle wieder da sind. Das können wir auch nur sagen. Wir sind sehr überrascht, wie viele Leute doch hier sind. Total super. Das ist echt süß. Und du hast sogar einen Live-Counter da oben. Ja. Wie lange wir schon live sind. So, jetzt ist Gelbstich weg. Wahrscheinlich. Ja, ich sehe es ja hier. Gut. Boah, geil. Jetzt gibt es bei Conti erstmal Tortellini-Auflauf. Tortellini-Auflauf, geil. Und irgendwie ist da ein bisschen sehr Hall. Ja, wir müssen das alles nochmal so ein- und auschecken. Wer sagt denn das? Das sagt jetzt Pierre. Ihr müsst es bestätigen, ob ihr das auch habt. Wenn immer nur Einzelne hier irgendwie rummotzen, nehme ich das nicht ernst. Pierre. Skydust fragt, ob du notebooksbilliger.de ins Herz geschossen hast. Geschossen, ja, nicht geschlossen. Geschlossen, sorry. Ja, das war... Okay, ich bin in der Tent. Nie wieder. Die Story gibt's gleich, aber jetzt muss ich erstmal im Chat hinterherkommen. Ha, wie beim alten alles. Bumblebee, heißt das Gerät, dieser Laptop. Luxurious cots, not all that fancy. Oh, und bis dann meint, hab das bei dem PC-Stream gehabt. Das war nicht geil und keiner hat Bescheid gesagt. Ja, deswegen sagt gerne lieber alle, also bei Lianumi ist kein Hall. Jokerface-Fan? Hallo. Hallo. Ich finde auch, es ist etwas hallig. Gelbstich weg, dafür Leichenblass. Das ist jetzt aber normal. Das Bild ist generell viel besser als sonst mit Amishos. Das liegt daran, dass wir ab sofort in 1080 streamen können. Genau, also wenn du auf, wenn ihr die Power habt, könnt ihr auf Full HD hochstellen. Und deswegen seht ihr das hier in richtig scharf. Mr. Darkrow fragt, ob wir die Steam Streamlabs Alerts nicht anhaben. Ich glaube auch. Haben wir, die sind nur sehr leise, die kommen nämlich darüber. Nee, aber das wurde nicht eingeblendet, wenn Leute abonniert haben. Ah, hier, warte mal. Ah, stimmt. Moment. Moment. Daniel ist so vergesslich. Moment. Kunti war tatsächlich von Glass enttäuscht. An Unbreakable und Split kommt es auf keinen Fall ran. So habe ich das auch gehört bisher. Red Kabuki Schwäbisch Hall? So. Red Kabuki fragt, was Green Hell ist. Das ist ein Survival-Game. Ja. Indie-Entwickler. Ist derzeit in der Early-Access-Phase auf Steam erhältlich, so für 16 bis 20 Euro, je nachdem, wie sie gerade drauf sind. Und ist ein ganz, ganz klassisches Hardcore-Survival-Spiel. Also es ist nicht so einfach wie jetzt zum Beispiel Subnautica oder Conan Exiles, sondern es ist schon anspruchsvoller. Man kann in diesem Dschungel ist alles tödlich. Und man muss nicht nur auf Hunger und Durst achten, sondern auch auf Krankheiten. Man muss sich ständig begutachten, ob man Blutegel an sich kleben hat, weil man sonst bekloppt wird. Und das ganze Crafting-System ist auch sehr viel komplexer. Ich zeig's euch einfach mal. Ich bin ein Werkzeug, Bäume zu fällen. Alle fragen, wer Jokerface-Fan ist. Jokerface-Fan, wer bist du? Du bist neu, oder? Oder hast du einfach nur einen neuen Nick oder so? Ja, keine 10 Minuten zurück und Daniel ist schon voll bitchy und shady. Ja, so gehört sich das. Mr. Darkroton ist gut, wenn das Rauschen der Lüfter ist, passt alles. Skydust meint auch, es halt ein wenig. Das ist so komisch. Bist du dabei, wenn ich euch Bescheid sage, dann nicht um zu trollen, sondern um zu helfen. Das wissen wir. Daniel kann nur nicht gut mit Kritik umgehen. Das war keine Kritik, ich habe mir gesagt, wenn das vereinzelt ist, dann... wie die 10P Brontal.
Und alle Hashtag Ach Daniel. Wir haben immer noch keinen Ach Daniel Emote leider. Ah, Jokerface Fan ist neu auf Twitch. Ja, dann herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und süß und danke, dass du deinen Namen so genannt hast, dein Nick. Ja? Das finde ich sehr cute. Ich muss jetzt ein Feuer machen, dafür muss ich Stöcke sammeln, und zwar kleine und große. Dazu kann ich Bäume umhauen oder sie auf den Boden einsammeln. Wenigstens wird es angezeigt und eingerahmt. Immerhin so gnädig ist das Spiel. Und bei Mr. Darkrow sagt die TV-App nur 720 als maximale Auswahl, aber Source ist 1080. Hä? Das verstehe ich auch nicht. Kulti. Also ich könnte auf 1080 stellen, aber 27 reicht. Die beiden sind für mich scharf genug. Jokerface-Fan, aber folgen tue ich euch schon seit 2016 bei Quergestreift. Woo! Oh, das ist süß. Dass du dich ja nicht Quergestreift-Fan genannt hast? Naja, weil Quergestreift ist ja nicht der Name ja, hier. Das ist ja auch nur ein Scherz. Achso, der war nicht so witzig. Ja, du bist auch nicht witzig. Ich war vorhin sehr witzig, ich weiß aber nicht mehr warum. Ja, und das war der eine Witz im Monat, ja, den er hat. Ja, der war gut, ne? Ja. Der war gut. Ich weiß aber ich weiß auch nicht mehr. Oh, das brauche ich. Stöcker. Ja, ich muss Stöcker sammeln. Stimmt. Alter, warte. Ein Joy-Cafés-Fan. Bobbybidi haben bis jetzt 250 Mbit auf dem Dorf, können es nur noch nicht bestellen. Ich mag Telekom. Moment, ich muss kurz hier auf live umstellen, damit ich hier auch was sehe. Aber ich läuft auch mit 16 Mbit so. Flüssig. Bis dahin meinen, auf der Switch gibt es auch ein gutes Survival-Spiel auf der Basis der Unreal Engine 4. Hollow heißt das. Echt Hollow? Moment. Noch nie von gehört. Und guten Abend, Yaki. Hallo. Wie geht es dir? Red Kabuki, bei mir ist auf 240p, weil nichts geht über authentisch 2005. Das sehe ich, war vorhin witzig, ist gut. Ich war vorhin wirklich witzig, da haben wir beide sehr gelacht. Aber ihr müsst wissen, er hat immer nur einen Witz pro Monat. Ich bin nicht häufig jetzt witzig. Jetzt ist verbraucht. Ich bin wirklich nicht den häufig Rest witzig. Der Rest des Monats ist jetzt ganz schön... Aber ich habe meine Momente, das sagst du auch immer mal wieder. Ja, gut, Lagerfeuer. Tee. Nee, Tabulator. Kunti meint noch, ach, ist das toll, wieder bei der tollsten Family ever zu sein. Hab euch alle so dolle vermisst. Dito. So, herstellen. Wirklich. Und jetzt muss ich hier Stöckchen für Stöckchen dran packen. Zack, ihr habt uns, zack, zack. Ihr habt uns sehr gefehlt. Und Jackie meint ganz gut. Und dir? Ein bisschen krank. Ich bin schon wieder, ehrlich gesagt, total gesund. Mich hat's letzte Woche Mittwoch hat's bei mir angefangen mit Halsschmerzen, Husten. Und jetzt habe ich nur noch, es kommt wahrscheinlich dann gleich, wenn ich genug geredet habe, mal wieder ein bisschen Husten mit Auswurf. Das klingt immer sehr schön. Oder ihr hört's schon, meine Nebenhöhlen sind halt auch dicht, ne? Ja. Und die Gamer ist auch da. Ich kann nicht so hoch. Es ist so süß, dass ihr alle da seid, Schwestern. Ja. Für Bister war auf jeden Fall. Mr. Darkrow, 50 Bits! Oh, Dankeschön! Hi, da, hallo! Hui! Hey! Oh, das geht nicht mehr. Meine Stimme ist wirklich kaputt gegangen. Aber Bester meint auf jeden Fall noch, Hollow ist ein kleiner Geheimtipp. Hab so eine Stunde angespielt, aber Diablo stand im Vordergrund auf der Switch. Ich liebe es. Ja, ich will's auch, aber wir haben es uns jetzt nochmal für. Oder Daniel hat sich nochmal für den PC bestellt, weil er sein Battle.net-Passwort vergessen hat. Weil wir hatten es zweimal. Ja. Und ich durfte dann zuletzt mal seinen Standard-Account hernehmen, weil da auch StarCraft und so drauf ist. Und dann hatte ich wieder Lust, das zu spielen. Also Leute, Quizfrage. Wir müssen jetzt einen Handbohrer herstellen, um Feuer zu machen. Ich habe Feuer gemacht. Was brauchen wir dafür? Stöcke. Wir nehmen einen großen Stock. Wir nehmen einen kleinen Stock. Theo. Wir werden das sehr häufig sagen, weil er ist halt, wie gesagt, Pubertät und... doch nicht. Warte mal, ich muss mal kurz... Hat momentan sehr viel Spaß an Zerstörung. Das war doch... Du brauchst auch noch so Heu oder so. Warte mal. Stock und kleiner Stock, sag ich doch. Theo. Hey. Jaki, oder am besten, wie geht es der Jokerface-Familie am allgemeinen... Ich glaube, alle sind sehr glücklich, dass wir wieder live sind. Genauso glücklich wie wir. Also
Das war ein, ach so, ein das war zu langer. Jetzt, kleiner Stock, hier, zack, herstellen. Haha, ich habe mich verklickt. Eine zu lange Pause. So, jetzt benutzen. Vollbini, naja, Mitte des Monats ist ja durch, dauert also nicht mehr Theo. Lang bis zum nächsten Jahr witzig sein. Ja, ist wie Volumen-Flatrate tatsächlich. Du musst mal ganz kurz. Ja, der kratzt wieder am Teppich. Moment. Wir haben eh gerade eine Zwischensequenz. Spinnst du? Hä? Spinnst du? Hm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, nein! Jaguars, spiders, snakes. Vorsichtig sein. Don't forget the scorpions. Das ist schwer, so das ist. Mere ants bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ob das so eine gute Idee ist? Mein Hund! Er ist so riesig geworden, oder Leute? Ich weiß nicht, ob ihr ihn gut sehen könnt, aber er ist riesig. Und er will nicht hier sein. Ich bin ein Fiesling. Boah, der ist gewachsen, sagt Kunti. Hat es mir auch gerade, sagt Alistair. Dicker Mob, so dick ist er gar nicht. Aber fast 10 Kilo schon. Everything will be fine. Red Kabuki hört sich jetzt als Schnitzel, werde später wieder da sein. Deinen guten. Könnte die Vorlesestimme ist ganz schön leise. Vom Spiel? Und Kunti meint noch, danke Lukas, ich esse gerade. Das Spiel, wie ist es denn, hört ihr überhaupt irgendwas vom Spiel oder soll ich das ein bisschen lauter machen? Das Vorlesen vom Cheering. Ach so. Kam nur bei euch. Der Streamton hat das nicht. Lief also über euer Mikro. Was? Das lief, du hast es nicht da abgespielt, sondern das hat halt nur über dein Ding. Ja, gibt noch Optimierungsbedarf, offenkundig. Durchsuche das Zelt. Ach, stimmt, die Nachricht. I'm at the village. Come with the radio when you wake up. Seifra, hallo. Hello. Hello. Hey, Sleepyhead. Red Kabuki, ich werde immer noch Seasons After Fall euch ans Herz legen. Da ist jede Menge Herz drin. Seasons After Fall. Also Winter. Und Frühling, und Sommer. Jackie, ich muss seit neuestem immer gefühlt 100 Mal aktualisieren, bis dein Stream läuft, ansonsten wird er nach 10 Sekunden stehen. Hey. Scheiße. Andere Browser mal versucht? Ob du spinnst? Theo will auch Feuer machen, ja. Skydust, als ihr Zwangspause hattet, konnte ich durchaus öfter streamen. Sorry for that. Hat Spaß gemacht, aber erst jetzt erfreue ich mich an eurer Sendung nach so langer Zeit. Outlast hat sein Tribut gefordert. Ich habe es mitbekommen, dass du Outlast gespielt hast. Und ich glaube, Mr. Darkrow oder so hat das Video, wie du dich mal schlimmer schreckst, gepostet in die Familiengruppe. Ich musste sehr lachen. Allgemein, Horrorspiele sind super für Streams, aber alles, was First Person ist, macht mir nach einer Stunde. Deswegen kann ich das Spiel auch gar nicht mitschauen. Ich gucke nur Chat. Dann sieht er, was ist das für ein dicken, großes Ding? Und hallo von der Wiebke, sie sieht mit. Hallo Wiebke! Hallo. Schön, dass du mitsiehst. Well rested and well fed. Also Spiel ist hörbar. Und über dein Ding? I'll try to take good care of it. Have you found him yet? Wie klein der kleine Stinker da noch war, mein Kunti, und hat einen Clip gepostet. But they haven't driven you away. That's a good sign. Ich kann es nicht anschauen auf der App. Die App ist scheiße, leider. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I
Vic befragt, warum Lukas wieder krank ist. Weil ich ständig krank bin. Nein, Reason for krank sein. Die Frage war falsch. Warum bist du wieder gesund? Ne? Dann bin ich auf dem Weg der Genesung. Nein, aber da kann ich wirklich sagen, ich bin vollkommen raus, weil es ist logisch, dass ich krank geworden bin. Dann ist nämlich auch krank geworden, weil wir hatten zwischen Neujahr und dem 11. Januar. Ja? 11 Tage. Kein warmes Wasser. Der Boiler ist im Keller irgendwie kaputt gegangen. Und anscheinend war es ein sehr großes Problem, über Weihnachten und Neujahr Ersatzteile zu bestellen. I don't know. Aber wir hatten dann halt nur lauwarmes Wasser. Und das heißt, wenn man duscht, dann stirbt man. Und alle, die sagen, das ist gut für die Abwehrkräfte, dann hat er auch richtig geil Husten, war einfach auch krank, ne? Ja. Tina nervt die Frauenstimme. Die ist gleich weg. Red Kabuki, Lukas hat sein Tablet angesteckt und deswegen leckt es so dahinter. Es leckt. Leckt. Wie immer, apropos Horrorspiele, bin auf Resident Evil Remake gespannt. Demo war ganz gut. Ups. Ich bin auch sehr gespannt, weil es wird nicht First Person, was mich sehr glücklich macht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ach so, ich muss ja nach Norden. Okay, Yaki hat das Problem bei sich gelöst. Sehr gut. Ah, ich hänge im Baum fest. Struggles in the Jungle. Icebreaker, Horrorspiele wären auch was für Pierre. Icebreaker, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Bist du der Robert? Und kletter. Och, ja. Pierre, guck mal nach Icebreaker. Das könnte dein Mann sein. Oh, fuck me. Fuck me. Mia. I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Aber schön, dass du reingeschaltet hast. Das sind noch keine 10 Meter, der übertreibt. I'm not sure. Walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you unpack yourself. So, das ist jetzt das. Ja, ist geil, dass man auch. Ach du Scheibenkleister, kein warmes Wasser. Hier, linker Arm angucken, hier ist alles gut. Recht. Oh! Aua! Aua! Das ist nur eine Schürfwunde. Dazu müssen wir jetzt erstmal ein Lianumi ist genauso wie ich, meint auch, ich kann nur in Höllentemperatur duschen. Ist bei mir wirklich auch so. Es muss kurz davor, dass man Verbrennungen dritten Grades bekommt sein, von der Temperatur her. So, dass du so das Wasser aufmachst und dann ist schon Dampfsauna im Bad. So liebe ich das. Bumblebini, wer leckt hier? Und Red Kabuki, Machete Kills. Ja. Hä? Was für ein Rätsel? Robert, habt ihr das unter euch ausgemacht, das Rätsel? Normalerweise. Mr. Darkrow, ich glaube, das Spiel Sound halt bei uns, weil der über das Raummikro eingespielt wird. Was? Ah, nee, bei denen selber. Ach so. Achte auf deinen Körper. Ja, das. Kunti fragt, wo Tinas bessere Hälfte ist. Der war auch schon da. Ich bin, glaube ich, dem Spiel zu schnell. Warum? Ja, weil. That's definitely not good. Ew. Abhacken den Namen meiner Mischos. Ja. Bin ich auch dafür. Ja, jetzt genau. Ich bin im Spiel zu schnell. It's all right. Pierre ist so klug. Nothing's broken. Okay. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. Robert, meint, ja klappt nicht, der Robert, aber du brauchst ganz schön lange für die Übertragung zu mir. Dauert das so lange? Nee, ich lese einfach den Chat immer nur super langsam. Ich bin wirklich nicht schnell. Das ist sehr herausfordernd. Yes, I do. Aber das kennen die Leute, die hier long, häufiger smooth, zuschauen. Denk nicht, dass wir einen Lag von 3 Minuten haben. Das bin ich. Okay, I'll go look for it. Musst du ja auch mal reinschauen. Das ist süß von dir. Red Kabuki, die Hauptfigur in diesem Spiel, stolpert. Ich bin 50 Meter gefallen. Ja. Hä? Lianumi, mein Freund und ich können nicht zusammen duschen, weil er schon gegrillt wird, wenn ich normal dusche. Ja.
Nicht gegrillt, gedämpft. Ja, aber das geht uns genauso, aber wir duschen trotzdem zusammen und ich schreie dann immer, weil Daniel, ich brause Daniel immer ab und mache ihn erst nass und danach brause ich ihn wieder ab. Ich bin im Spiel wirklich zu schnell. Und während ich mich einschäume, stehe ich immer unter der Dusche. Das ist für mich, es darf nie das Wasser ausgehen, das ist für mich das Schlimmste. Und immer wenn ich Daniel dann abdusche, dann muss ich es halt kälter machen und dann spritzelt das so weg von ihm und es ist eiskalt. Huah. So, jetzt aber. So, herstellen. Kunti wird müde, weil Hans Dieter nicht erkannt. So. Ja, Robert, ich bin wirklich nicht multitaskingfähig. Zack. Wir gehen mal zum ersten Mal, höre und sehe ich was von dem Spiel hier. Sehr cool. Jetzt glaube ich auch noch, wie heißt das? Beta oder Early Access. Genau. Mr. Darkroom meint erstmal steril abdecken, bitte. Ah, jetzt, ich habe drauf gespuckt, das passt schon. Das reicht. Das muss reichen. Na, das ist die Pflanze, die ich da gefunden habe, die ist antiseptisch. Also, das passt schon. Konnte meint, ach, Lukas, tut doch gern lecken. Tue ich das? Nö. Ich lutsch lieber. Lukas lutscht lapprige Lurche. Ist geil, das 25 Zuschauer, so viel möchte ich auch mal haben. Ja, wir sind auch extrem Herz. Wo sieht man denn hier? Rechts oben. Alter, Wahnsinn. Wie viele Leute halt einfach reinschauen. Jo! Ja, Lukas ist schwul, keine Frau, wegen dem Multitasken. Ja. Red Kabuki ist jetzt AFK. Herr Ruck. Wir werden euch heute sowieso nicht so lange belästigen, maximal bis 10 Uhr, weil dann wird der Dschungel geguckt. Ja, wir sind leider sehr, sehr abhängig vom Dschungelcamp. Nee, ich muss gehen wir von dem Dschungel in den richtigen. Richtig. Oder andersrum. Oh oh. Achtung. Story interessiert niemanden. Die ist jetzt eh vorbei. Ich muss einfach mehr schlafen jetzt, wo ich krank bin. Wir gucken dann immer Dschungel, währenddessen penne ich schon halb weg. Aber ich liebe es, wenn Giselle weint, deswegen ist das ist mein Elixier des Lebens, Giselles Tränen. Aber warum labrige Lurche, Daniel, was ist da los? Wir mussten in Deutsch, in der 11. Klasse hat uns unsere Lehrerin einfach nur mal so, man sollte ganz viele verschiedene Sachen machen und es gibt auch dieses, dass man lauter Alliterationen benutzt in einem Satz. Ich gerne mal fragt, ob ich Dschungelcamp gucke, ob das immer so war. Das ist das einzige Trash-Format im Fernsehen, das ich gucken kann. Weil sonst gucke ich überhaupt kein Fernsehen. Mich macht das wahnsinnig. Doch, aber wir gucken dann die guten Shows. Ich gucke Taste. Ja, zum Beispiel. Also nach 5 Minuten kriege ich Gehirnosmose und RTL ist sowieso die Seuche der TV-Landschaft. Da kommt nichts Gescheites. Nix. Aber Dschungelcamp kann man schon mal gucken, 2 Wochen lang. Ja. Flatliner, vielen Dank fürs Abo. Danke sehr. 11 Monate. Das Baby ist schon 2 Monate rausgepresst. Ja, ich habe vorhin auch schon gesehen. So 9 Monate, 11 Monate, krass. So, jetzt ist der harte Scheiß, der leichte Scheiß vorbei. Die Story ist zu Ende erstmal und das Tutorial auch. Jetzt werde ich irgendwo, jedes Mal woanders, im Dschungel entlassen und friss oder stirb. Das meinen auch Wiebke und ich hassen es gemeinsam zu duschen. Ich schwitze dabei, wenn sie mitduscht. Und Wiebke braucht Platz. ich dusche auch eigentlich lieber alleine. Aber es ist so ein bisschen unser Ritual. Ja, ich brauche Steine. Ohne Steine kann ich keine Axt herstellen. Es sieht schon cool aus, das Spiel, oder? Das hat echt eine mächtige Grafik-Engine. Ich muss sagen, das sieht super aus. Was sagt uns das Geil, dass deine Frau ist einfach zu heiß. Hier, du musst das auch gucken. Das ist lustig. Was muss er gucken? Junge. What is this? Aber nochmal zu den lapprigen Lurchen. Wie wär's mit Hustenbonbons oder sowas? Ja, ich trinke jetzt gleich mal einen Schluck. Wir sollten eben einen Satz mit nur Alliterationen bauen. Und bei mir war das eben Lukas lutscht lapprige Lurche. Ich glaube sogar liebend gern lapprige Steinklinge? Durch. Ah, ich brauche nur eine Liane, um die Steinklinge am Stein fest, am Ast festzumachen. Und dann haben wir eine Axt. Haha.
Pierre, ich verstehe es nicht, wie man das gucken kann. Ich habe mal geschaut, wer da drin ist. Ich kenne einfach nur die Heulsoße von GNTM. Aber die Staffeln mit den unbekanntesten Leuten sind die besseren. What? Pierre! Nochmal zu den lapprigen Lurchen. Lukas Stiller. Ja, wer ist hier lapprig? Ja, ohne Witz, ich schwör's euch, so Bronchitis ist halt schon richtig räudig, aber es kommt jetzt halt alles raus. Das ist sehr produktiver Husten. Yucky Dschungelcamp, ihr guckt Dschungelcamp, mein komplettes Weltbild ist verstört. Okay, jetzt habe ich glaube ich alles beisammen, um eine Axt herzustellen. Siehst du, Robert guckt das auch, aber unter der Woche so spät. Die Steiglinge? Ja, aber das ist ja nur 2 Wochen oder so. Wir brauchen ein Seil. Und es ist ehrlich gesagt auch immer nur die erste Hälfte lustig, solange die Zuschauer Giselle die ganze Zeit in die Prüfung wählen dürfen, weil danach wird es dann immer so redundant. Aber Axt. Das brauche ich. Das ist meine Tasse Trash-TV. Außerdem, ich liebe das, wenn sich Menschen gegenseitig so richtig angasen. So richtig eklig zueinander sind. Das mag Kokosnuss. Ich, das zu gucken. Kunti meint jetzt gerade, Dani, ich bin so hart enttäuscht von dir. Dschungel gucken, aber kein Germany's Next Topmodel gucken. Ja, ja, ist klar. Das ist auch scheiß Trash-TV. Und vor allen Dingen ist es seit 11 Jahren immer dieselbe Scheiße. Bis aber noch, TV ist für mich tot. Netflix und Amazon und FTW. Ja. Ach ja, und WWE Network. Ich überspringe mal ein bisschen was. Falls ich irgendwas von euch überlese, dann schreibt das nochmal mit Caps Lock. Unbekannter Pilz im Dschungel. Muss man unbedingt essen, oder? Da ist ein Auto, ein kaputtes. LSD fragt, was denn Dschungelcamp von anderen Formaten unterscheidet. Tatsächlich die Selbstironie. Genau, die Selbstironie. Germany's Next Topmodel nimmt sich ja bockelernst. Die denken ja, die machen das geilste Format aller Zeiten. Und aber der Dschungel weiß genau, das sind unbekannte Luschen, die alle nur wegen dem Geld da sind und erniedrigt behandelt werden. Und das lieb ich. Schmerzmittel, Schokoriegel, Snacks, die sind alle bestimmt noch super, super healthy. Aber das hält einen am Leben. Stimmt, wir müssen nächsten Monat ein Spezial machen, weil dann sind voll viele mit einem Jahr-Abo dabei. Woo! Crazy. Können wir eine Verlosung machen vielleicht? Ja, Verlosung. Habt ihr Lust auf eine Verlosung? Riesenkröte. Wenn ich mit meiner Bachelorarbeit fertig bin. Unbekannte Früchte. Alles unbekannt. Das verspeisen wir natürlich alles. Noch einen Stock. Nehmen wir. Yucky, zusammen duschen ist unser Ritual. Steine, ich brauche Steine. Ach ja. Kuntis Eltern gucken diesen Dschungelscheiß auch. Was für ein Glück, muss ich da immer pennen gehen. Da mache ich was deutlich Sinnvolleres. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Fast ein ganzes Twitch-Baby. Silva! Dankeschön! 8 Monate, ja. Dankeschön für das Abo. Das Köpfchen guckt schon raus. Ich suche eine bestimmte Stelle, nämlich einen See, weil da können wir dann unser Lager aufschlagen. Weil die Sache ist die, ich kann nicht speichern in dem Spiel, es sei denn, ich baue ein Lager. Das ist echt hart. Subnautica, speicher, wann du willst, ist wurscht. Bombini meint noch, sind hier so viele Privilegierte, dessen Duschen so groß sind, dass da 2 Leute reinpassen. Wir haben eine Badewanne. Badewanne mit Duschvorhang, genau. Ehrlich gesagt, fast lieber als so eine Duschkabine, einmal 1 Meter. Ja, mag ich auch nicht so. Wir hatten da Platz. Bei den Eltern ist furchtbar. Oh je. Oh Gott, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Ah, shit, ich finde den Ort nicht mehr. Die Welt ist zu groß. Wie jemand meint, für RTL muss man sich anmelden, um was am PC zu gucken und zahlen. What the fuck? Ja, für Livestream muss man zahlen. Die Wiederholungen sind, glaube ich, öfters gratis. Nicht alle, aber viele. What's this? Fremdes Lager? LST, wenn du keinen aus dem Camp kennst, hast du alles richtig gemacht im Leben. Ja. Mr. Darko fragt noch, apropos Special, wann ist denn das nächste Jokerfest-Familientreffen? Wenn es besseres Wetter ist. München war ja jetzt die letzten Tage und Wochen im Schneechaos, jetzt ist alles weggeschmolzen, aber who knows if it's gonna return. Pierre meint noch, Germany's Next Topmodel hat wenigstens gute Musik, Daniel. Nee. Doch, das ist so schatzig. Jetzt trink mal was und nimm Hustenbonbon. Ja, ja, gleich. Ich komme im Chat nicht hinterher. Silva hat den Anfang verpasst. Abend. Wir haben gerade schon halb gesagt, genau. Robert, meine gute Musik ist ja Geschmackssache. Das stimmt. Aber es gibt so Charts. Ich finde Charts tatsächlich für alle irgendwie ein bisschen okay. Yo, Kannibalen. Waffenhalter. Yucky zockt fast nur noch.
Wenn ich mal TV gucke, dann filme männlich. Verständlich. Ah, scheiße, ich bin gebissen worden von der Klapperschlange. Leck mich am Arsch. Ich habe ein Fieber. Im Arsch. Ah, ja gut, aber ich habe dagegen kann ich jetzt noch nichts machen. Lukas verlust seine Bachelorarbeit. Oh ja, wer will die teilunternehmerische Behandlung, nee, die ertragssteuerliche und umsatzsteuerliche Behandlung von teilunternehmerisch genutzten Fahrzeugen. Jo, fuck. Hilft dagegen auch. Boah, nee, Pierre, ohne Witz, schlage all day long. Wenn du das dem Robert antust, dann hast du aber auch mich am Hals. Da verteidige ich ihn, weil das geht nicht. Schlager geht nicht. Nee, also ernsthaft. Habe ich keine, ich habe keine Ding mehr. Oh. Das ist die Frage, ob man auch high werden kann von irgendwelchen Früchten oder Kräutern. Ja, das geht auch. Und es ist auch so im mittleren Schwierigkeitsgrad, ich spiele jetzt den leichten, damit wir irgendwie ein bisschen was vom Spiel sehen. Wenn man sowas wie ein Spinnen sich von Schlangen oder Spinnen beißen lässt oder von Egeln aussaugen lässt, wird man nach und nach immer verrückter. Und dann beginnt die Welt, dann beginnt er zu halluzinieren, hört Stimmen und Farben sehen und so weiter. Also alles sehr gruselig. War das jetzt links oder rechts? Silver hat's verpeilt. Bedankt euch bei Subnautica. Ich habe gerade gar nichts. Weder Dusche noch Badewanne noch Badezimmer. Wo bist du denn? Lebst du auf der Straße? Ja, komm her, du Krab. Wo? Ah. Ha, da sind die Heilpflanzen. Ich meinte, noch zwei Monate, dann ist das Jahr voll, aber Follow schon länger. Ja, wir sind mit den Follows, es gibt ja gar keine Month-Anzeige, glaube ich, aber das ist ja Follows Wahnsinn, nicht, ne? Wie lange ihr schon dabei seid, Leute. Ha, wo bist du? Sekiro kommt bald, mein Skydust. Ja. I am so ready. I am more ready für Code Vein. Hate Me, oder wie heißt das? Wieso Hate Me? Das sind beides bestimmt ganz tolle Spiele. Nee, muss nicht sein, Google. herstellen. Ah. Dann habe ich den Luxus mit Badewanne und Dusche. Oh nee, ich habe das Falsche. Ach okay. So, jetzt hat. Ich lese wieder ein bisschen. Momentan, ich lese zu viel, deswegen überlese ich häufig Wörter und verstehe dann Sätze nicht mehr. Aber Robert hat Badewanne und Dusche. Bronze? Pizza, Lukas, hast du Daniel die Story auf Insta von mir gezeigt? Ja, dein altes Video. Oh mein Gott. Wo du ein Sim warst. Oh mein Gott. Er hat sehr gelacht. Ja. Die Folge habe ich, glaube ich, sogar geschrieben. Jacki, gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Ich kenne ihn mehr aus dem Dschungelcamp. Tina findet auch das Topmodel für mega gute Musik. Meine Fresse, bin ich weit oben. Oh, so lovely hier. Und trotzdem bin ich falsch. Ja, jetzt bei euch ist alles weggeschmolzen und fließt alles bei uns in den Rhein. Und bald haben wir wieder Hochwasser. Na danke. Tja, erst zu wenig Wasser und mit teure Spritpreise, jetzt wieder zu hohes Wasser. Man kann es euch nicht recht machen. Ja, aber echt. Ich glaube, hier war immer ein Zwischenlager. Genau. Okay, Mr. Darkroom hat gerade vollkommen recht, Caps und Lukas, aber wir müssen ein Hotelzimmer buchen. Termin. Dann überlegen wir uns mal, wann es uns ganz gut reinpassen würde. Wir peilen mal irgendwann frühen Sommer an. Ja. Schreibt mal kurz rein, lieber in den Ferien oder außerhalb der Ferien. Nicht in Bayern. Also, ja, ist ja immer unterschiedlich. Aber... Oh. Wir haben ein familiäres Ereignis zu Ostern. Das heißt, vielleicht Richtung Pfingsten. Und ich glaube, Pfingstferien sind überall gleich. Also sagt mal, ob Pfingstferien oder außerhalb der Pfingstferien. Ich denke mal, es ist teurer in den Ferien. Und je nachdem, wie ihr gebunden seid mit Kindernarbeit. Kinderarbeit. Hier gibt's keine Bäume für große Stöcke. Ich kotze im Strahl. Der da vielleicht? Der Palmblätterboy auch. Bobby Bini meint, die Verletzungen in dem Spiel sehen aber immer ordentlich brutal aus. Ja. Gut, Team, mich hat da eine Schlange gebissen. Gibt's da auch was von Ratiofarm? Oh, ich bin so... Robert, Lukas, du bist ein Schatz, dass du mich verteidigst bei Schlager. Ja, sorry, aber das hat nichts mit Verteidigen zu tun. Das ist einfach nur menschenunwürdig, Leute mit Schlager zu malträtieren.
Nee, ich wohne aktuell ja daheim, Leute, hab aktuell kein Badezimmer, das ist in Planung. Crazy. Borstin, hallo! Hallo, oh Gott, das wird hat Nacht. Mir jetzt mal Dark Souls geholt, weil ihr meinte, das ist so toll. Hat mich ein Controller gekostet. Oh, nur einer. Daniel, auch schon einen. Aber nicht aus Hass, sondern nur aus so stark verteidigen. Skylar fragt, ob Green Hell sowas wie The Forest ist. Ja, genau. Ziemlich genau das gleiche. Wie immer, hat geschrieben, hab gehört, ihr habt Demon's Souls, Daniel und Lukas. Ja, wir haben es eigentlich schon super lange. Allerdings habe ich es auf meiner PlayStation 3, die allerdings einmal in meiner alten Wohnung war. Und ich bin ja hier eingezogen am 20.12. Beziehungsweise habe jetzt ein paar Möbel mit meinen Eltern wieder und was hier. Auf jeden Fall ist jetzt die PlayStation 3 wieder hier. Dann wollten wir, gestern haben wir überlegt, komm, lass mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und dann so, ja, schade, Verschlüsselung von der PlayStation 3 lässt sich nicht so im Menü aushebeln. Das ist ein scheiß Platz für ein Lager. Deswegen haben wir jetzt schon einen Splitter, mit dem man das anscheinend umgehen kann, bestellt im Internet. Das kommt am Montag an, der. Und dann können wir Demon's Souls spielen. Korrekt. Aber Silver freut sich auf jeden Fall am meisten auf Resident Evil 2. Ja. Ich mich auch. Ich brauche die richtigen Bäume für den Scheiß. Ah, da unten ist der See, oder? Na egal. Jetzt bauen wir erstmal das Lager. Da sind die Bäume. Bäumebini hat das gleiche Schicksal wie ich. In der Wanne habe ich die Wahl. Sollen die Knie frieren oder die Füße? The struggle of long people. Tall people. Ich weiß außerhalb das. Der Ferien. Da unten ist es. Das will ich. Da wollte ich hin. Nein, was für Ferien? Schule ist jetzt 2003 vorbei. Mein Gott. Okay, also ich würde auch sagen, weil wir hatten, glaube ich, damals auch außerhalb der Ferien gemacht, im Sommer damals. Let's do it außerhalb der Ferien. Dann, wir gucken nochmal auf den Kalender, aber wollen wir einfach mal so sagen, entweder die Woche vor oder die Woche nach Pfingsten. Vielleicht so, also von den Pfingstferien. Ich glaube, Pfingstferien fangen immer eine Woche vor Pfingsten an und hören dann die Woche nach Pfingsten auf, das ist so sich drum. Und dann in den Zeitraum. Aber gut, dass ihr jetzt schon mal sagt, weil dann können wir echt frühzeitig planen. So, jetzt machen wir das auf. So. Jackie fragt, was ist eurer Meinung nach das beste Survival-Game? Meiner Meinung nach Subnautica, weil es nicht allzu Hardcore-mäßig ist, es erzählt eine geile Story, ist trotzdem komplex genug und die Atmosphäre ist einfach geil. Dicht gefolgt von Conan Exiles, unfassbar komplexes Crafting, man kann da, und Basisbau, irre. Du kannst da Paläste bauen, das macht so einen Spaß, hat auch eine tolle Story. Und ich bin jetzt gerade dabei, in The Forest reinzukommen, das ist auch ziemlich super. Das sind so meine drei Top 3 zurzeit. Und das scheint auch ziemlich viel Potenzial zu haben. Das ist allerdings wirklich Hardcore. Also da muss man. Das ist Arbeit hier. Pia meint, sollte ich diesmal da sein, kann auch jemand bei mir pennen. Das ist sehr süß von dir. Elsie, ich habe mir die Woche Destiny 2 Forsaken geholt und angezockt und war sehr begeistert von Design und Spielgefühl. Aber die letzten zwei Tage war ich doch wieder am Nameless King am Verzweifeln. Das tun wir alle. Bei V-Gamer sind es die Knie, die kühl sein dürfen. Ich glaube, Füße sind da sehr empfindlich. Ich wechsle tatsächlich immer. Also es ist dann so schlupp, schlupp, schlupp. Schlupp, schlupp, schlupp. Mhm. Silver 50 Dark Souls 3 hat mich auch schon den Controller gekostet. RIP RB-Knopf. Jaki hätte gerne ein Demon's Souls Remastered für die PS4. Same. What? Nicht mal Remastered, Remade. Nameless King Easy. Vielen Dank für die Bild. Komm, jetzt erstmal mal so unbekannten Pilz. Guck mal, was passiert. Parasit minus 1, ja, Kohlenhydrate plus 5. Der ist Kohlenhydrate-lastig. Sehr schön. Okay, Bommelbini meint nach den Ferien, also nach Pfingsten. Da habe ich Urlaub eingeplant, ohne zu wissen, was ich da machen soll. Das ist doch perfekt. Robert, so war nett mit euch. Nun drehe ich noch eine Runde mit Sammy. Sammy ist ein super süßer Frenchie. Schönen Abend und bis bald mal wieder. Bis bald. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Super süß von dir. Bis bald, Robert. Oh, toll. Ich hab Blutegel. Und schönen Abend und kuschel Sammy von mir. Blutegel am Arm oder Bein. Und das sieht man jetzt in der Nacht so wahnsinnig. Ah, yeah. Geh weg. Bah. Ich hasse Blutegel.
Silver hat Subnautica auch mitgerissen. Von allen Sandkastenspielen ist das Beste, was ich bisher spielen durfte. Also wirklich ganz großartig. Chris ist auf jeden Fall auch dabei und würde Unterkunft mit zur Verfügung stellen. Habt eine mega große Couch. Ihr seid wirklich wie eine richtige Familie. So eine coole Familie, wisst ihr? Das ist so süß von euch allen. Es tut mir leid, Robert und Pierre sehen sich morgen. Robert und Pierre sitzen auf dem Baum, knutschen rum, man glaubt es kaum. Es ist so dunkel in der Nacht im Dschungel. Mal ein bisschen schlafen vielleicht. Wird es dann heller. Tschüssi, Robert. Ich sehe nix. Jacki, das einzige Spiel, was mich bis... Nimmst du die jetzt mal? Ja, schlimm. Halt, nicht so lang. Ey, stopp. Das einzige Spiel, was mich bis jetzt dieses Jahr interessiert, ist Rage 2. Keine Ahnung, um was es geht, aber vom Trailer und den ersten Gameplays... Das wird so durchgeknallt und geil. Jetzt können wir endlich mal diesen Unterschlupf bauen. Und Kunti musste gerade mal AFK gehen und den ersten John Wick 3 Trailer ansehen. Gibt's den dritten schon? Oh. Sieht der geil aus. Sehr schön. Ich liebe diese Reihe. Wie ihr mal fragt, habt ihr das mit den 770 Millionen veröffentlichten E-Mail-Adressen und Passwörtern gehört? Nö. Mm-mm. Ah doch, vorhin glaube ich, habe ich auf Facebook kurz gesehen und gedacht, betrifft mich sicher nicht. Aber oh, das wäre nicht so cool. So, zack. Okay. Jacki. Du bist schon wieder durstig. Der ist immer durstig, der Mann. Ich habe Dark Souls 3 ungefähr 7 Mal durchgespielt, aber ich habe den Nameless King noch nie solo gelegt. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Run. Silver hat den Nameless King mit einem Luck-Build gekillt. Also, yo. Bisher habe ich den in nahezu allen Möglichkeiten gekillt. Nur nicht mit der Peitsche. Meine E-Mail, ja, Passwörter, nein. Pierre meint, du kannst doch nicht singen, Lukas. Sagt er, der nicht singen kann. Auf dem Baum. Ich kann wirklich nicht singen. Aber ist mir egal. So cool, wenn man diese Schalen einfach hier draußen hinlegt, dann füllen die sich mit Wasser, wenn es regnet. Und im Regenwald regnet es häufig. Und das ist das einzige saubere Wasser, das man kriegen kann, weil das ist schmutzig. Da kriegt man Parasiten im Magen, das ist nicht so schön. Im Magen, warum nicht im Darm? Ja, da auch. So, jetzt Unterschlupf bauen, damit ich endlich mal speichern kann. Skandas fragt, auf welcher Plattform bei uns Sekiro landen wird. Xbox One. Besserer Controller. Hat eh keinen Multiplayer. Stock. What's this? Stein. Ne, Moment. So, Holz hacken. So, nun da raus. Pierre, mir ist das auch egal, sollen ruhig die Nachbarn mein Gekreische hören. I mean, pff. Ich singe auch unter der Dusche, das macht Spaß. Jacki, ich habe seit Fortnite einen Hass auf John Fick. Zum Glück spiele ich nicht mehr wirklich. Kein Multiplayer, Bordreckspiel, das stimmt. SC, das Ding ist Champion Gundyr, Osiris und Dragon Slayer zum Beispiel First Try. Nur Dancer, Prince Lothric und Nameless machen mir Probleme. Jeder hat die, die er kann und die, die er nicht kann. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel der Crystal Sage, absoluter Hassboss. Krieg ich nicht hin. Zweite Phase bye. Ist meine Axt kaputt gegangen? Meine Axt ist kaputt gegangen. Ich kotze jetzt. Brauchst du wieder Steine? Ich habe, glaube ich, welche dabei. Da, ich habe ich. Lukas ist am Ende angekommen. Yeah. Woo. Feiern wir das mal kurz. Ich sollte ja eigentlich nicht so viel rauchen. Ich merke auch in letzter Zeit, dass das Rauchen gar nicht gut ist, wenn man krank ist. Das ist ja mal eine ganz neue Erkenntnis. Aber kennt ihr das, wenn es einen dann halt tatsuchtelt? Nee. Silver, sind wir schon zwei, Lukas? Kann den von genannten Asthma-Magier auch nicht leiden. Pierre, oder nur die, die er nicht kann. Ich bin zu doof für dieses Spiel, genauso wie für Bloodborne. Trotz Daniels Guide. Übung macht den Meister. Es ist wirklich komplett nur Übung, Pierre. Wir haben damals Dark Souls 1, was nochmal eine Schippe... Schweres. ...benutzerunfreundlicher oder einsteigerunfreundlicher ist.
haben wir damals auch gespielt und wir haben so lange gebraucht, bis wir auch nur den zweiten fucking Boss besiegt haben. Wir haben, glaube ich, 20 Stunden gespielt, bis wir beim zweiten Boss waren, oder? Ja, es hat lange gedauert. Und haben trotzdem versagt. Und irgendwann kommt's dann. Es hat nichts mit Doofheit oder Klugheit zu tun. Übung. Vom Bidi fragt, wann Rauchen denn gut ist. Das frage ich mich auch. Rauchen ist tatsächlich so, dass man dann kurzfristig nach der Zigarette mehr Leistungsfähigkeit im Hirn hat. Wegen dem Nikotin. Aber du hast die komplette Leistungsfähigkeit des restlichen Körpers am Arsch. Nee, aber halt auch, wenn du dann länger nicht rauchst, dann nimmt sie halt auch viel mehr ab. Aber ist ja egal. Ah, da war noch ein langer Stock? Ja. Das brauche ich. Her damit. Mr. Darko, ich warte ja noch auf ein Souls-like, bei dem man alles komplett mit Kumpel im Koop spielen kann. Nicht also mit Speckstein-Rufzeichen und Bosse muss man dann doch alleine machen. Ja. Das wär's. Palmblätter. LSD hat seit dem 30.11. aufgehört zu rauchen. Und jetzt nimmst du nur noch LSD oder was? Ne, Rauchen aufhören ist tatsächlich eine unmögliche Sache für mich. Ich krieg das nicht hin. Ich hatte gerade Piece of Shit gesagt. Piece of Shit, ja. Oh, sorry Leute mit dem Husten, das ist halt echt von vielen Reden, ne? Ich habe jetzt innerhalb der Stunde so viel geredet wie seit 3 Wochen nicht. Silver jedenfalls nie First Try am Run, danach ist der Penner im Trick und schon mal Füße nicht wert. Jetzt muss ich wegen 3 Blätter nochmal eine Palme umhauen. Oh. Ach, ich habe keine. Ah! Jacky, viele hatten Probleme mit Dancer. Ich habe die allerdings im zweiten Versuch gelegt. Dafür hatte ich Probleme mit Osiris und Champion Gundyr. Ja, was wir krass fanden, dass so viele Leute bei Pontiff Sullivan gehangen sind und ich habe den First Try geschafft. Bobby, ist das dieses, dann fühlt sich ein Raucher wie ein Nichtraucher den ganzen Tag von Dr. von Hirschhausen? So, Speicherpunkt ist jetzt endlich gebaut. Das verstehe ich nicht, ich kenne das nicht. Daniel verzieht sein Gesicht so, als ob er in die Hose macht. Hä? Speichern! Oh! Bonbini, als der PC weg war, saßen die beiden also schweigend nebeneinander. Ja. Ja. Nein, ich. Wenn man den ganzen Tag Bachelorarbeit macht und den ganzen Tag denken muss, dass man froh, dass man nichts sagen muss, dann. Jetzt fehlen 2 große Stöcke. Oh. Skylast war Raucher bis 2013. Da hatte ich einen Ohnmachtsanfall während der Fahrt gehabt. War für mehrere Tage im Krankenhaus. Aufzuhören war dann eine Einstellungssache. Ohne Entzugserscheinungen nix. Klare Sache. Ich glaube auch, wenn man tatsächlich dann ernsthaft krank wird, dann macht es einem auch nicht mehr viel aus, das einzustellen, wenn man weiß, dass man dadurch wieder gesund werden kann. Ich glaube, wenn mir ein Arzt sagen würde, tja, Lungenkrebs, nicht so wirklich operabel, also inoperabel, würde ich sagen, ja gut, dann geben wir gleich nochmal mehr Zigaretten, dann machen wir das schnell. Aber ja, wenn ich halt wüsste, okay, ja gut, es ist jetzt irgendwie so, wenn ich aufhören würde zu rauchen, dass dann diese und jene Krankheit sofort weggehen würde, oder das heißt sofort, in schneller Zeit, dann könnte ich auch aufhören, glaube ich. Aber ja, muss halt immer was passieren, dass man klug wird, ne? Weil ich merke halt einfach bei mir, ich werde so nervös, wenn ich lange Zeit nicht rauche und dann denke ich nur noch an Rauchen. Da hilft nichts zum Ablenken und gar nichts. Pierre ist auch mal raus, muss noch zur Bank und morgen wird lang at work. Danke, dass du dabei warst, ja, Pierre. Schönen Abend noch. Schlaf gut und viel Spaß bei der Bank und viel Glück bei der Arbeit morgen. Wie geht's mir eigentlich? Ich habe noch schon lange nicht mehr geschaut. Oh, die Proteine. Jacky, ich glaube, Bloodborne ist das Spiel der Soulsborne-Reihe, das am meisten
rumschreiende Bosse hat. Ich sag nur wie Caramelia. Oh ja. Ja, oder das Cleric Beast. Cleric Beast. Ich kann langsam wirklich nicht mehr reden, weil mein kompletter Hals richtig wehtut. Ich glaube, ich mal eine rauchen, wird's besser. Das ist auch bestimmt ganz hilfreich. Ja. Oh, der Hund, der spielt jetzt mit den Kabeln, weil er schläft unten bei den Kabeln. LSD nur in besonderen Situationen auf Festivals, zum Beispiel kommt durch den Service im Jahr in großen Abständen. Ab und zu rauche ich mal was anderes. Jo, darf jeder machen, wie er möchte. Silver, die Katze hört sich an wie mein kleines Vieh gerade und die werten Herren, Bruder und Schwesterkatze mögen sich ein wenig zu sehr. Is there some incest Game of Thrones story going on? Ich hab keinen. Oh. Aber ich sage jetzt auch schlafen bzw. Fire TV Stick gucken und währenddessen einschlafen. Aha. Schön, dass du dabei warst und danke nochmal fürs Abo, ne? Dankeschön. Ich brauche ein trockenes. Ich brauche ein trockenes Blatt. Hier gibt's vielleicht eins. Und Lukas, noch gute Besserung. Das ist süß von dir. Vielen Dank. Ich habe vor der Zeit angefangen, auf Twitch zu streamen. Habt ihr irgendwelche Tipps? Was für Tipps? Also, zum Ersten, das Wichtigste, mach's nicht, weil du das Gefühl hast, dass du es machen musst, sondern weil du Spaß hast. Und wenn du auch alleine Videospiele spielen würdest und einfach währenddessen laut denkst, lass die Kamera dazu laufen, beziehungsweise das Mikro. Alles ungezwungen, bringt nichts Zwang mit rein zu bringen, sondern nur, weil man Spaß dran hat. Und sonst such dir Spiele aus, die nicht so viel Aufmerksamkeit erfordern, dass du genügend dem Chat folgen kannst. Das sind so die größten Tipps. Sonst sei du selbst. Ich glaube, Authentizität zahlt sich immer gut aus. Ja. Also ich zumindest, ich gucke ja fast keinen Twitch-Gedöns. Ich würde viel mehr gucken, wenn ich mehr Zeit hätte, weil ich es schon spannend finde. Aber wenn, dann gucke ich gerne authentischen Menschen zu. Weil es einfach schöner ist als so aufgesetzte. Oh mein Gott! Leute. Kein trockenes Blatt. Mr. Darkrow, genau. Einfach die Erkältung mit Tee und Nikotin abdecken. Ja! Da, jemand hat es verstanden. Mr. Darkrow, ich schüttle dir die Hand, ich gehe jetzt eine rauchen. Silver versucht, die Incest-Story zu verhindern. Ah, trockenes Blatt. Aber Jacki, wenn du mal so irgendwelche spezielleren Fragen hast, dann schreib gerne einfach. So ist es. Helfen wir immer. Theo? Solange sie nicht so super technisch sind, weil wir selber immer nur beim Technikkram, da sind wir immer nur am Ausprobieren. Conti, finde mal ein trockenes Blatt im Regenwald. Ja. So rauchen. So. Da ist es. Gut, jetzt mal. Feuer benutzen. Und jetzt das trockene Blatt dazu. Yes. Zack. Sehr schön. Jetzt packen wir noch ein bisschen Holz. Braucht man nicht gerade. Aber jetzt braten wir unseren Frosch. Dann gibt es ein lecker Abendessen. Ja, dazu muss man echt dabei sein, weil das kann nämlich auch überkochen und dann verbrennen und dann bringt es auch nichts mehr. Streamer, weil es mir einfach Fun macht, ich gebe auch mehr und mehr Geld für Equipment aus, allerdings auch nur, weil ich das möchte. Ja, so ging es uns auch. Also man muss jetzt nicht am Anfang gleich 500 Euro hinlegen für super aufwendiges Mikrofon und eine 4K-Webcam. Oder dann quasi noch eine Greenscreen im Hintergrund. Das kann man alles nach und nach. Wie geht's mir? Immer noch Proteinproblem und Wasser. Aber ich habe jetzt hier ganz viele Schalen. Nom, nom. Nom, nom.
alles leer trinken. Jawohl. Gut. Aber mein Froschschnitzel ist auch gleich fertig. Hey, hör auf. So, essen. Lecker. Was habe ich denn jetzt schon wieder? Habe ich schon wieder Blutegel an mir dran oder was? Ah. Da. Hier, yeah, ii. Mein Gott. So. Es wird schon wieder Nacht, das ist ja super Sache. Oh je. Aber was ist jetzt so nach dieser guten Stunde euer Eindruck von dem Spiel? Von dem Spiel im Speziellen und generell vom Genre der Survival Games, was sagt ihr dazu? Ist es was für euch oder eher nur so zum Zugucken? Oh, ich wach wieder mitten in der Nacht auf. Oh. Ist da ein Frosch? Ich brauch dich! Haha! Sieht gut aus, allerdings mag ich Dschungel-Settings irgendwie nicht. Ah, das kann natürlich, ja. Aber da gibt es ja echt so ein breites Spektrum. The Forest ist ja noch im Grunde so das Klassische, fast schon Lost-mäßig. Wobei, das ist eher Lost. Also tatsächlich in einem Wald, Flugzeugabsturz und da rennen Kannibalen rum. Wir haben Subnautica, das unter Wasser ist. Wir haben Conan Exiles, das halt in dieser brutalen Conan-Welt spielt. Also ich glaube, da gibt es für jeden Geschmack, gibt es da was. Ich finde das Dschungel-Setting persönlich ziemlich geil. Ah, shit. Was machst du denn? Mein Touchpad hat reagiert. Ich hasse es. Hier zum Zugucken, The Forest ist mir da lieber. Ja, also das macht mir auch echt einen Riesenspaß. Das hat auch, das ist auch nicht, es regnet, dann geht's Feuer aus. Also in The Forest habe ich jetzt die letzten Tage auch so ein bisschen reingeguckt und bin echt begeistert, weil es auch nicht so Hardcore-mäßig ist und auch einen ganz spannenden Basisbau bietet. Das Erkunden der Welt macht Spaß. Also das ist echt ein saugutes Spiel. Vielleicht streamen wir das mal auch mal. Habe ich denn nichts zu essen, was auch irgendwie Proteine bringt, außer jetzt diese blöden Fett und Kohlenhydrate, na toll. Der Pilz ist verdorben. Schokoriegel. Bringt das Kohlenhydrate? Nee, ich brauche ja. Was brauche ich? Ich brauche Protein, das war's. Erst mal schlafen, dann ist wieder Tag. Das reicht schon. Guten Morgen um 6 Uhr im Dschungel. Wenn ich eine Schildkröte finden würde, das wäre gut. Weil die bringt voll viel Fleisch. Huh.
Jetzt für meine PS4 Bloodborne, Detroit, Red Dead und Horizon Zero Dawn zum Geburtstag habe ich mir dann noch God of War. Gibt es sonst noch irgendwelche Empfehlungen von euch? Ja, du, das reicht erstmal. Da bist du eine Weile mit beschäftigt. Das sind alles absolute Highlights. Eine Krabbe, die kann man auch essen. Wenn sie mir nicht schon wieder wegrennt. Ah. Da bin ich wieder. Jetzt gönne ich mir noch ein bisschen Hustenliquid. Jetzt, was habe ich denn jetzt schon wieder? Jetzt gibt es schon wieder hier irgendwas am Arm oder Bein. Schönen guten Abend, Holgersson. Hallo. Hier nicht? Schön, dass es wieder losgeht. Das sagen wir auch. Im Gebüsch sehe ich halt natürlich nichts. Geh mal hier hin. So. Besser. Da, I. Eck. Noch mehr. Ja. Ah. Daniel und Feinmotorik. Wir haben gar keine Getränkeumfrage gemacht, Schwester. Stimmt! Was trinkt ihr? Wir müssen schon die alten Rituale noch machen. Ja, das auf jeden Fall. Meinst du, es ist schädlich, wenn ich jetzt noch im Bronchikum esse? Nö. Das ist pflanzlich. Hier gab es immer Schildkröten, ich weiß das. Bei Skylust und Wiebke gibt es Wasser, bei Michos O-Saft, oh, bei Chris Gösser Radler, ja. Das beste Radler. Holen wir am Wochenende wieder. Bei Mr. Darko gibt es auch Wasser, bei Jörki auch Wasser, bei Niemand sein Wasser mit Sternfruchtgeschmack, wo wir uns schon mal, glaube ich, drüber aufgeregt haben, da Sternfrucht doch nach nix schmeckt. Bei Silver gibt es Pepsi, bei LSD Schwuppschwapp, aber gleich hole ich mir meinen Kakao. Bei Hasita und Tina Wasser. Trinkt alle Wasser. und bei WG immer Schwarztee. Silber, ich freue mich ja schon so sehr, dass ihr wieder streamt, aber boah, ich will gleichzeitig Subnautica spielen. Wäre möglich, weil ich inzwischen einen zweiten Bildschirm habe, aber nee, ihr seid mir gerade wichtiger. Oh. Ist eh, hab Subnautica gestern so um 21 angemacht, von wegen mal gucken, wie es ist und beim nächsten Mal auf die Uhr gucken, war es 5 Uhr morgens. Mich hat das Spiel auch total, also buchstäblich zum Eintauchen, ne? Ich werde auch die am Wochenende werde ich die Let's Survive weiter drehen. Ich habe auch schon eins für Age of Conan Exiles angedacht. Eventuell auch Raft, was ziemlich cool ist. Und vielleicht auch Green Hell, wenn das mal im Grunde, das ist jetzt noch Early Access, da wird noch viel passieren. Noch steckt nicht viel drin in dem Spiel. Aber wenn sich das weiterentwickelt, ist das bestimmt auch ein super Kandidat. Ja, Numi spielt eiskalt neben bei Subnautica und findet den verdammten Lebensformbehälter nicht. Lebensformbehälter? Ich finde, ihr dürft alles nebenbei machen, was ihr wollt. Ja. Bis auf vielleicht masturbieren. Wobei. Das macht blind! Macht auch das. Ist mir wurscht. So, und jetzt gleich wieder 17 neue Blutegel. Ja, garantiert. Ne, mit Subnautica haben sie alles richtig gemacht. Ich kann im Spiel echt nichts ankreiden. So gut. Ich habe es anderthalb Mal durchgespielt. Holgersson, da so ein Käse. Nach dem Augentropfen sehe ich den Chat nur noch verschwommen. Dämliche Regenbogenhautentzündung. Das klingt aber ein bisschen schön. Aber das hübscheste Survival-Spiel ist aktuell das hier, ne? Also ich finde, das hat schon was hier. Aber gute Besserung, Holgersson. Ja, von mir auch. Mr. Darko fragt Skydust, wann es bei ihm mit Subnautica weitergeht. Ich habe es ja nur besorgt, als es for free war im Epic Store, aber noch nicht installiert. Ja, das ist eh krass, dass es das gratis gab. Ja, das Spiel, das hat mich wirklich überrascht, weil das ist ein absolutes Highlight, ein super Hit, echt. Also das hat auch letztes Jahr echt voll die Wellen geschlagen. Also und auch eine ziemliche Welle an Survival Games losgetreten. Also was derzeit in Steam los ist, in dem Genre, Wahnsinn. Und Skylar, das muss nachsehen, gebe ich bekannt, wann ich wieder loslege. Genau, bei Skylar hat, glaube ich, auch eine Facebook-Gruppe.
Ja. Skydust Gaming, glaube ich. What is? Von daher, wir sind ja dafür, dass wir uns alle gut unterstützen. Von daher, alle, die Skydust noch nicht folgen, die folgen jetzt. Heieiei. Das war gerade wieder der I want you for the army. Ja, hier hat allgemein angefangen, mehr Muskeln aufzubauen und mehr Sport zu treiben. Klar. Also ist sowas wie Quora nicht mehr wirklich drin. Verständlich. Fackel. Cool. Aber voll gut. Ist das so dein New Year's Resolution Ding gewesen? Mehr Sport und gesünder? Ich habe mir genau vorgenommen, mein Studium zu schaffen. Ist auch schon okay. Finde ich auch, ne? Das kann das, ich denke, aber am Montag ab 20 Uhr, kann aber auch ein wenig später losgehen. Ich muss 19 Uhr arbeiten. Ja, das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp an alle, die streamen. Macht euch nicht so einen Stress. Wir haben uns nämlich auch immer so einen Stress gemacht. So 19:30 schon loslegen mit Streamen. Hatten wir ja eine Zeit lang immer am Dienstag. Das bringt nichts. Man darf nicht gestresst im Stream ankommen. Nee. Macht's, wenn ihr bereit seid. Ja, dann lieber halbe Stunde später, kommt nochmal runter, geht nochmal kacken oder so. Aber es macht echt einen großen Unterschied, ob man jetzt nur eine Stunde dann irgendwie schnell was reinspachtelt zu essen, dann noch irgendwie schnell mit dem Hund raus und man hat ja sonst auch noch Sachen zu tun, ne? Nee, lieber halbe Stunde später. Das ist ja. Aber dafür hat man dann halt Spaß und ist besser bei der Sache. Oh, Kunti, Subnautica hat echt Wellen geschlagen. Auch nicht schlecht. Jeder darf jetzt noch einen und dann lassen wir das. Boah, was haben wir hier alles gefunden, ey. Meine Fresse, ist das geil. Jaki müsste Subnautica auch endlich mal weiterspielen und möchte einfach, wenn er in der Türkei am Strand chillt, gut aussehen. Darf jeder. Nee, dann, wir sind sehr stolz auf dich. Oder du kannst sehr stolz auf dich sein, wenn du es durchziehst. Mehr Sport ist immer gesund. Mhm. Natürlich Sky, das darfst du immer. Darfst auch gerne hier. Achso, hier gibt es keinen Sinn. Da kann jeder auf deinen Namen klicken. Da waren Proteine drin, zumindest. Hast du eine Tüte Chips gegessen oder was? Nee, so eine Dose. Oh, die Seerosen darf ich nicht essen. Lebensmittelvergiftung. Mahlzeit. Aber es gibt Kohlenhydrate. Dankeschön, Holgersson. Mir gefällt's hier. Hier ist cool. Bombi, so wieder da vom Gassi gehen. Habe ich was Lebensveränderndes verpasst? Ne, wir haben immer noch keinen Krebsgehalt. What is this? Geh kaputt. Kein Platz mehr im Obst. Tabak. Rauchen. Ich habe keinen Platz mehr. Was ist denn eigentlich das hier? Geh mal weg. Feuerbrett. Braucht kein Mensch. Ach so, den Link, natürlich. Den auch, Skylas. Alle Links. Bis auf die zu YouPorn oder so. Habe ich irgendein Fleisch dabei? Wie Gamer, habe endlich auf Windows 10 Upgrade durchgeführt, nebenbei Forza Horizon 4 am PC. Aha. Ja, Windows Upgrades und Updates sind schlimm. Ja, das ist... ich wollte eigentlich meinen Laptop an einem Abend komplett einrichten und installieren und für alles so fertig machen. Nö, 4 Stunden Windows Update und dann sind wir ins Bett. Mr. Darkroom, meine Türkei wäre jetzt gerade nicht so das Reiseziel für mich. Weniger an der Landschaft als vielmehr an der Regierung. Ich glaube aber tatsächlich, es kommt voll drauf an. Also wenn man in die Touristengebiete geht, hat man da sicher keinen Stress. Ich habe Stress mit Erdogan. Klare Sache. Das habe ich überall in der Türkei. Ja. Aber dann dürftest du, glaube ich, in vielen Ländern keinen Urlaub mehr machen. Wenigstens einen Krebs erlegt. Oh. Ja, die sind mir alle weggerannt. Kunti, man wollte wohl mit der Erfolgswelle von Subnautica mitschwimmen, aber gegen Stromschwimmen ist doch viel besser. Badumts. Janumi hat sich mal hin.
Mal wieder die Zeit übersehen. Gute Nacht. Schön, dass du dabei warst und danke für alles und für Abo und sowieso. Und wir machen auch nur noch ein Viertelstündchen, um deine Stimme ein bisschen zu... Es tut weh beim Sprechen schon und ja. Aber wir kündigen dann schon mal an, also ab nächster Woche dürft es eigentlich wieder unter die normalen Umstände weitergehen, ne? Mal gucken, je nachdem auch wie es bei mir mit Bachelorarbeit, weil ich habe jetzt am 14.02. habe ich Abgabetermin. Und ich muss reinklotzen. Aber eventuell streamt dann mal Daniel alleine oder so, keine Ahnung. Oh mein Gott. What? Holgersohn. Vielen Dank fürs Abo. 8 Monate. 8. Danke sehr. Das ist sehr süß von dir. Vielen herzlichen Dank. What's this special place? Jacky hat auch eine Schulterschiefstellung und ab und zu tat mir mal die linke Brust weh, seit ich mehr Sport treibe, ist das komplett weg. Vielleicht erwische ich das Vieh. Ein Tapir, oder? Oder wie heißen die Viecher? Ein Wildschwein. Nee, das hat so eine lange weiße Schnauze. Ah, doch ein Wildschwein. Blödes Vieh, komm her. Ah. Vogel. Geguckelt. Hey. Ah. Ja, insgesamt. Komplett Rücken ist durch Sport so gut behebbar. I have to eat something. Das war letztes Jahr vom 24.11. bis 30.11. in der Türkei. War wunderschön. Wie gesagt, ich glaube auch, dass die Touristengebiete merkst und nichts von der ganzen Kacke, die da abgeht. Polbini, oh, der Xbox-Client ist so toll, kann Horizon 4 nicht online spielen, weil er die DNS-Adresse nicht entschlüsseln kann. Habe herzlich gelacht und zocke einfach offline. Offline. Ja, Jaki meint auch, man merkt es nicht in der Türkei. Sind alle gechillt und super freundlich. Eben. Die können auch in Anführungszeichen nichts dafür, dass da ein Idiot an der Macht sitzt. Das ist wie in Amerika. Die Leute, ja, es gibt die und es gibt die. Und natürlich solltest du dich dann nicht in irgendwelchen Hochburgen oder irgendwo, wo gerade, ja. Lasst uns Wildschweine jagen gehen, ja. Fiese Zustände herrschen. Aber wenn ihr jetzt da ins Rote Meer gibt, da gibt es ja die ganzen Städte. Ich glaube nicht, dass das da irgendwie anders ist wie in den sonstigen Jahren. Die sind wahrscheinlich noch dankbarer, weil denen gehen natürlich auch die ganzen Touris flöten. Welcome to the jungle. Ein Monat vor Weihnachten im Meer schwimmen hat was mit LSD, das glaube ich. Ah, Schlange! Nein, ich bin schon wieder gebissen worden. Ah. Bei Bumblebeanie fällt der Urlaub eh aufs Spare auf zu viel Kram. Was ist, ach so, Spare. Oh mein Gott, mein Hirn. Mein Hirn. Ja, aber warum nicht? Wir machen auch jetzt gar nicht so, also wir sind nicht so die Urlauber. Mal ein bisschen kleineren Urlaub, okay. Aber wir sind da eher so, ja, uns reicht mal irgendwie ein Tag im Europapark und wir kaufen uns dann lieber 3 neue Spiele. Ja. Oder demnächst mal einen neuen Fernseher. Chris, Leute, ich bin auch mal raus für heute. Um 3 Uhr geht der Wecker. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns. Danke, dass du dabei warst und vielen Dank für Abo und Liebe ja, an dich. Dankeschön. Schlaf gut und gutes Aufstehen morgen. Ich irre hier ziellos durch den Dschungel auf der Suche nach Proteinen. Merkt jemand, was Subnautica fehlt, ist ein Multiplayer. Das ist richtig, das haben auch schon die Entwickler immer mal wieder zu hören bekommen und es gibt eine Fangruppe, die eine Mod bastelt, um dem Spiel einen Koop-Modus zu verpassen. Die haben sogar den offiziellen Segen der Entwickler, haben allerdings angedeutet, dass die Engine das vielleicht nicht so stabil hinbekommt. Also es wird vielleicht in absehbarer Zeit eine Mod geben für die PC-Fassung, damit man das Multiplayer spielen kann. Bommel Video wird ja scheinbar wieder die München dieses Jahr. Eben, so Städtetrips sind ja auch voll gut. Man muss ja nicht immer ins andere Ende der Welt. Mr. Darkrow. Spare, das von einem Finanzmann. Spare. Schwäbischen ja, Finanzmann. Ich lese so doppelt, in letzter Zeit einfach Fail. So viel, da liest man dann irgendwann nur noch Bullshit. Bullshit. Das blöde Gürteltier. Komm her. Lass dich töten. Kunti, ich Fuck. Kann nur spontan entscheiden, ob ich dieses Jahr nach München komme. Weiß noch nicht, wie es beruflich bei mir mal wieder weitergeht. Macht dir keinen Stress, Kunti. Irgendwann klappt's. Ja. Jacky fragt uns, freut ihr euch auch schon aufs Arctic DLC für Subnautica?
Ja, und wie? Standalone, by the way. Also man braucht das Hauptspiel nicht dafür. Aber ich meine, ich hab's ja eh schon zweimal, ne? Naja, aber hast du dafür kein Geld ausgegeben. Ja, aber ich hab's trotzdem zweimal. Ja. Ich bin mir der Axt kaputt geschlagen. Au! Na denn. Oh. Das hat doch bestimmt auch keine Proteine-Intus. Früchte, nee, wie auch. Ja, eben. Aber was? Das brauche ich auch. Ja, das brauche ich auch. Ich sterbe jetzt gleich eh. Subnautica Below Zero. Genau. Mr. Darknote zu Bonobini. München wird witzig wie letztes Mal und ich bin schon gespannt, wo wir dieses Mal futtern gehen. Hatten wir nicht schon was geplant? Nö. Also für alle, die Bock auf Burger haben, dann gehen wir in Hans im Glück. Nee? Ja, ja, das geht immer. Bonobini, hoffentlich wieder Sit-In bei Maciewskis. Wie gesagt, je nachdem wie viele Leute, das letzte Mal war schon hartes Limit von der Personenanzahl, mehr geht tatsächlich hier nicht rein. Also es war schon eng und warm, aber wie gesagt, wenn wir wieder so viele sind, ich bin der Letzte, der sagt nee. Yaki the Forest bekommt auch ein Constant Updates, allerdings frage ich mich, wo die Totems zum Bauen hin sind. Dummte. Was für Hunde geben Milch, Möpse? Oh, Kunti. Gut. Ich bin gestorben. Du bist gestorben. Ja. Das heißt, vorher wieder anreisen und was trinken gehen, nur damit ich zerbombt und mit dröhnendem Schädel am Familientreffen dabei bin. Klar bin dabei. Sehr schön. Diesmal gehe ich am Abend vorher auch mit weg. Ja. Okay, Schwestern. Es Leute. Tut uns leid, dass es nur so kurz ging, aber wenn ich bin in der Woche bin ich wieder auf dem Dampfer, aber das geht einfach mit der Stimme nicht so geil. Ich habe die ganze Zeit Hustenreiz. Ich habe das Gefühl, ich habe Haare im Hals hängen. Ja. Bah. Es war uns trotzdem wieder eine unfassbare Freude. Ja, vielen Dank, dass ihr so da wart. Zahlreich erschienen seid. Vielen Dank für alle Abos. Ja, vielen Dank. Für alle, die einfach mitgemacht haben im Chat. Ihr seid so super cool. Wir sagen liebe Grüße von Theo, der da hinten irgendwie pennt. Er pennt gerade zu meinen Füßen. Und Dankeschön. Bettvorleger. Für gute Besserung. Habt einen schönen Schlaf. Nächste Woche nochmal weiter. Wir geben euch noch Bescheid. Ich weiß es noch nicht, je nachdem, wie Bachelorarbeit, Auslastung. Also eventuell Dienstag, wenn nicht Donnerstag oder Freitag. Ja, Freitag dann wieder. Ja, nee, die klassischen Dienstag oder Freitag. Die Termine, okay. Die bleiben. Okay. Genau. Gut. Macht's gut. Schönes Wochenende. Jetzt schon. Also. Viel Liebe an euch alle. Bye, bye. Tschüssi.